So Leute, was geht? Herzlich willkommen zu Battlefield 4 und heute gab es den großen Frühlingspatch, wo in Battlefield 4 viel verändert wurde und viel Neues reingepatcht wurde. Und das Wichtigste davon, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Falls für euch noch irgendwas noch wichtig dabei ist, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, was ja für euch wichtig da verändert wurde, was ich jetzt nicht aufgezählt habe. Es geht los und das seht ihr auch schon direkt im Hintergrund mit Gunmaster, denn Battlefield 4 hat jetzt offiziell den Gunmaster-Modus bekommen. Ja, sollte eigentlich jeder wissen, wie es funktioniert. Man hat eine Waffe, damit macht man 2 Kills, dann bekommt man die nächste Waffe, damit macht man wieder 2 Kills und bekommt noch eine Waffe und so weiter, bis man am Ende denn jetzt zum Beispiel in der Rotation hier beim Knife angekommen ist. Und wenn man denn den letzten Gegner knifet, dann hat man gewonnen. Sehen wir auch gleich, wunderbar. Auf jeden Fall Gunmaster, lustiger Modus, ist eher so ein Fun-Modus. Geht auf jeden Fall gut klar, hat gut Spaß gemacht heute, als ich es gespielt habe. Unbedingt mal austesten. Wie gesagt, es gibt da auch verschiedene Sachen, die man einstellen kann dann auf dem Server. Und ja, viel Spaß dabei. Viel Spaß bei Gunmaster. Und es geht weiter mit neuen Waffen, denn es gibt auch 5 neue Waffen, die kostenlos sind. Also man braucht nicht mal Premium dafür. Es geht los mit der L86A2 für den Versorger. Kennt man aus Battlefield 3 und ja, ist ein ganz solides Teil. Hat zwar nur 31 Schuss, muss man wissen, einfach mal austesten, ob das Ding was für euch ist. Es geht weiter mit der Groza 4. Das ist eine PDW für den Pionier. Ich will sie jetzt gar nicht mit anderen Waffen vergleichen. Es gibt bestimmt Besseres, es gibt aber auch Schlechteres. Die ist, glaube ich, von sich aus schallgedämpft. Ich weiß gerade gar nicht, ob man den runternehmen kann. Ist auf jeden Fall eine PDW, gut für den Nahkampf auf Distanz jetzt eher so, naja. Aber ist halt, wie gesagt, eine neue PDW. Jetzt kommen wir zur nächsten Groza, denn es gibt noch eine Variante, die Groza 1. Ich hoffe, man spricht das Ding überhaupt so aus. Ist ein Karabiner, bin ich gut mit abgegangen. Ist ein sehr nices Teil. Kann ich euch empfehlen, probiert das auf jeden Fall mal aus. Kann jede Klasse mitnehmen, weil es ein Karabiner ist. Und jetzt kommen wir zur, ja, Traumwaffe dieses Patches, die auch so ein wenig gehypt wird und die jetzt schon wieder meine Lieblingswaffe ist, sozusagen die AN94. Wer kennt sie nicht aus Battlefield 3 und diversen anderen Games? Ja, AN94 ist eine Burstwaffe, die zweite in Battlefield 4. Sonst gibt es ja nur die M16A4, wenn ich mich jetzt nicht irre, ja. Es könnte noch irgendeine geben, aber mir fällt jetzt gerade nur die M16A4 ein. Und jetzt haben wir noch die AN94 mit dazu. Und ich flehe euch an, Leute, stellt das Ding auf Burst und spielt damit nicht im Autofeuermodus. Es ist einfach eine Pflicht bei der AN94. Ich habe so viele gesehen, die damit im Autofeuermodus rumgelaufen sind. Stellt das Ding auf Burst und viel Spaß bei der Waffe, denn das ist wirklich ein starkes Teil. Jetzt kommen wir zur nächsten Waffe und das ist eine Pistole und zwar das Merslek oder so ähnlich heißt es, ich weiß gerade nicht, hab's gerade irgendwie so ähnlich, Merslek oder so, ist sozusagen so eine Sniper-Pistole, ist One-Shot-Bolt-Action für längere Distanzen. Ich habe damit auf einem Pistol-Only-Hardcore-Server gespielt, war anscheinend nicht so gern gesehen, ich wurde instant gebannt für, ja, irgendwie keine Pistole oder so, obwohl es ja eine Side-Waffe ist. Ist auf jeden Fall ein nices Teil. Jetzt kommen wir zu einer richtig heftigen Änderung, zumindest für viele Spieler, denn es gibt ganz viele Spieler, die ausschließlich nur so spielen. Ja, das Headglitchen wurde verändert und zwar kann man jetzt nicht mehr so aufs härteste Headglitchen. Ihr seht es hier gerade im Beispiel im Hintergrund und das ist zum Beispiel eine ganz, ganz üble Headglitch-Position, noch nicht so heftig, aber es gab wirklich richtig krasse Headglitch-Positionen, wo wirklich nur so ein Schnipselchen vom Helm rausgeguckt hat. Es gab sogar welche, wo gar nichts rausgeguckt hat, ja, wo man den headglitchenden Spieler gar nicht sehen konnte. Hier zum Beispiel an der Stelle kann man, ja, noch normal headglitchen. Hier ist es aber nicht so krass. Hier sieht man den Kopf noch gut, aber wie gesagt, da oben zum Beispiel, wo ich eben war, da war es schon ein bisschen schlimmer und es gibt noch schlimmere. Und das wurde jetzt gefixt. Man kann nicht mehr aufs härteste headglitchen in Battlefield 4. Und das ist, ja, eine Änderung, wie gesagt, die vielen gefallen wird und vielen eher nicht so gefallen wird. Ja. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr viel gehackglitscht oder nicht? So, jetzt geht's weiter mit der S-War und das ist eine Sache, boah, im Forum, ne? Alter, ich habe da reingeguckt und wie sie flamen, ja? S-War, ich habe das Ding nie gespielt, ich habe damit, glaube ich, noch nicht mal 10 Kills. Base Weapon geht leider immer noch auf Shanghai, die Reichweite wurde, glaube ich, nicht verändert. Man kann hier immer noch auf dem Dach stehen und den Fahrzeugspawn der Gegner mit Raketen zu bomben, ja, wenn man da zu dritt oder viert steht, kommen die Panzer und Helis da nicht raus.
Aber man kann sie jetzt, wie gesagt, ich habe da keinen Vergleich, weil ich die sonst nie gespielt habe, aber die lenkt sich halt komplett verzögert und anders und anscheinend nicht mehr so geil. Beim Heli gab es auch eine Änderung, und zwar die TV-Rakete, die steuert sich jetzt mehr so wie Battlefield 3. Damit kann man es ganz gut vergleichen. Finde ich, also ich persönlich finde es gut. Ich bin mit der anderen eher so ein bisschen nicht so gut klargekommen. Ist halt gewöhnungsbedürftig, wenn man viel Battlefield 3 spielt und dann Battlefield 4 und dann lenkt die sich so komisch. Finde ich gut. Und was ich noch gut finde, und da werden die Spieler wieder getrennter Meinung sein, und zwar TDM. Ja? Guckt euch das an. Der Fahrstuhl, der funktioniert nicht mehr. Und die Leiter, die ist nicht mehr da, zum Beispiel auf Shanghai. Genauso wie auf der kommenden Map im nächsten Clip. Die Leiter, die ist nicht mehr da, die auf fehlerhafte Übertragung ganz nach oben geführt hat. Ja, auf allen TDM-Maps wurde das Dachcampen verhindert. Man kann in TDM jetzt nicht mehr Dachcampen, auch hier auf dieser Map fehlerhafte Übertragung. Die Leiter am Kran ist weg. Man kann jetzt nicht mehr auf die Häuser überall oben drauf. Und das ist auf wirklich jeder TDM-Map so geschehen, auf Zavort auch. Alle Leitern und Fahrstühle und was auch immer, die bei TDM aufs Dach geführt haben, gibt's nicht mehr. Man kann nicht mehr aufs Dach rauch. Auch hier. Das wurde mit einem Stein blockiert bei Zavod, die Pipeline hier. Kommt man nicht mehr hoch. Ich für meinen Teil find's gut. Andere, die das eventuell, ja, die so gespielt haben, die find's dann nicht so gut. Auch hier auf Lanzangdamm, die Leitern sind weg. Und ja, schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. In TDM kann man jetzt nicht mehr Dachcampen. Beim Testgelände gibt es jetzt Hitmarker und Schadensmodelle, ganz nützlich. Und ich für meinen Teil verabschiede mich jetzt. Das war so das Wichtigste, was ich so aus den Patchnotes mit rausgenommen habe. Ich glaube, die Patchnotes sind nicht vollständig, weil im Forum habe ich ganz viele Sachen gefunden, worüber sich Spieler beschwert haben oder gelobt haben, dass das jetzt geändert wurde, was in den Patchnotes gar nicht drinsteht. Zum Beispiel irgendwas mit der UCAV, also diesem, ja, diese Drohne oder dem Mörser, dass man da irgendwie nicht mehr direkt mörsern und das Ding abschießen kann am Anfang der Runde oder irgendwie eine Minute warten muss. Das habe ich in den Patchnotes nicht gefunden, auch beim Heli noch so ein paar Sachen. Ich weiß es nicht, die sind anscheinend nicht komplett vollständig da, aber das spielt auch keine Rolle, denn das, was ihr jetzt gesehen habt, das mit dem Headglitchen, die TDM-Sachen mit den Leitern, die neuen Waffen, Gunmaster, das sind so für mich die wichtigsten Änderungen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder oder später im Livestream. Also falls ihr das Video jetzt instant seht, wahrscheinlich jetzt gleich, sonst morgen Abend wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat, ein Like und wir sehen uns dann morgen, im nächsten Video wieder, Leute, im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Leute, bis dann und tschüss.